Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Geburtstagsgeschenke, die ich bekommen habe. Ich hatte am 23. August Geburtstag und bin 20 Jahre alt geworden und habe ein paar Geschenke bekommen. Und da mein Weihnachtsgeschenke-Video auch sehr gut angekommen ist bei euch, habe ich gedacht, drehe ich auch ein Video zu meinen Geburtstagsgeschenken. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video und zeige euch, was ich so bekommen habe. Habe ich mir einen Rucksack gewünscht, den ich erstens für die Schule benutzen kann oder für die Arbeit und auch für Reisen, also nach London zum Beispiel als Handgepäck. Also ich wollte gerne einen Rucksack haben, den ich da mitnehmen kann, weil ich letztes Mal eine Umhängetasche mit hatte, als ich nach Mallorca geflogen bin und das so unglaublich auf die Schultern gegangen ist und ich das überhaupt nicht nochmal machen möchte mit einer Umhängetasche und da auch nicht sehr viel reinpasst. Habe ich mir einen Rucksack gewünscht und habe diesen wunderschönen Rucksack hier bekommen. Den kann man auf Amazon kaufen. Ist auch gar nicht so teuer, also das ist wirklich qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass er halt hier hinten so Polsterung hat, dass der Rücken halt geschont wird. Und er ist halt wirklich von diesem Leder auch hier, also es ist kein echtes Leder, aber es ist halt wirklich sehr hochwertig. Man sieht es, wenn man ihn sieht, dann merkt man das und man sieht es auch, dass es sehr hochwertig ist. Und ich habe ihn in einem schönen Blau mir ausgesucht und von innen drin ist er halt so rot-weiß gestreift. Und hier oben kann man ihn einmal öffnen und man hat wirklich super, super viel Stauraum da drin. Es passt ein Laptop rein. Schaut ihn euch an, der ist wirklich riesig und für mich auch sehr, sehr gut zum Reisen gedacht. Und ich mag ihn sehr gerne. Er sieht wunderschön aus. Und ich verlinke euch den auch gerne in der Infobox. Den gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Und was auch noch mit dabei war, ich kann euch auch noch mal kurz zeigen, noch so ein kleines Täschchen noch von der Marke halt mit dazu. Da steht sogar noch das Ding hier dran. Ja, also es ist die Marke, oder ich weiß nicht, was die Marke ist, Kauko. Wie gesagt, ich verlinke es euch in der Infobox auf jeden Fall nochmal so ein Ding, das kann man dann nochmal unten reinlegen, vielleicht auch irgendwie festmachen oder so, muss man gucken. Genau, das war auch noch mit dabei. Dann habe ich mir auch gewünscht, von Samantha Young gibt es auch noch E-Books zu der Edinburgh Love Story Reihe. Und die wollte ich auch sehr gerne noch lesen und da ich gesehen habe, es gibt jetzt ein Buch, also das als Buch, die ganzen E-Books, da sind vier verschiedene E-Books von dir drin zu der Edinburgh Love Story Reihe. Und ich mag es ja lieber als Buch und mittlerweile lese ich auch so ein bisschen E-Books, also werdet ihr auch in meinen Lesemonaten sehen. Letztes Mal hatte ich ja auch schon welche dabei, diesen Monat werden auch wieder welche dabei sein, also seid gespannt. Und ja, ich habe einen Teil davon auch schon gelesen, wie gesagt, es sind ja vier verschiedene, also getrennte Teile zu verschiedenen Paaren und ja. Finde ich sehr gut, dass sie daraus nochmal eine Buchausgabe gemacht haben, wo alle Teile drin sind. Und man hat dann hier alles sehr kompakt dann drin. Finde ich sehr, sehr gut. Und das habe ich auch bekommen, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Dann war letztens bei Thalia wieder so Mängelexemplar-Ausstellung. Und da habe ich noch zwei Sachen mitgenommen. Die hat meine Mutter mir dann auch noch geschenkt zum Geburtstag. Und zwar als erstes von Lauren Graham. Lieber jetzt als morgen. Es ist die Schauspielerin aus Gilmore Girls und deswegen musste ich mir dieses Buch holen, weil ich ja ein totaler Gilmore Girls Fan bin, wie ihr vielleicht wisst. Ja, deswegen musste es mit. Es hat nur einen kleinen, ganz, ganz kleinen Rascher hier hinten drauf und steht nur oben, reduziertes Mängelexemplar drauf. Also sehr guter Zustand und freue mich wirklich sehr darauf, dieses Buch zu lesen. Ich glaube, das war eher so. Manche finden es gut, manche nicht so, aber ich werde mich selber davon überzeugen und bin sehr gespannt darauf, wie das so ist. Es ist halt so ein bisschen darum, das mit Romantik zu tun. Ja, auch darum, seine eigenen Ziele zu verwirklichen, darum geht es auf jeden Fall auch. Und auch um Liebe, so wie sich der Klappentext zumindest anhört. Wie gesagt, ich verlinke euch das sonst auch mal in der Infobox, dann könnt ihr das alles nochmal durchlesen.
Und dann habe ich noch mitgenommen, beziehungsweise dann geschenkt bekommen, Silo von Hugh Howey. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mir hat der Klappentext wirklich sehr gut gefallen. Und zwar geht es so irgendwie auch um Menschen, die in diesem Silo oder unter diesem Silo irgendwie wohnen und so und die angelogen werden, weil die Welt angeblich verwüstet ist, die Erde. Und erinnert mich so leicht an Tribute von Panem auch, halt wegen dieser ganzen Lügengeschichten und sowas. Ja, deswegen hat es mich interessiert und ich bin der Meinung, ich habe das letztens irgendwo hier auf BookTube gesehen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube schon. Und deswegen wollte ich das auch gerne haben. Es hat mich sehr, also der Klappentext hat mich sehr überzeugt. Deswegen musste das dann auch mit und wurde mir auch noch geschenkt, netterweise. Dann habe ich auch noch von meiner Mutter dieses Ding hier bekommen. Das ist ein Spiralschneider für Zucchini und Karotten und so weiter. Daraus können dann solche Spaghettis machen. Habe ich schon überall gesehen. Ich wollte den schon lange haben, so einen. Mir war es aber immer so teuer, weil auf Amazon kostet so ein Ding dann gleich mal irgendwie 20 Euro. Und ich hatte letztens gesehen, dass es den beim Real gibt für 10 Euro. Und dachte mir dann so, ja, den könnte ich mir holen. Hab das dann aber vergessen, weil ich auf dem Seminar war. Und dann hat meine Mutter ihn heimlich gekauft und ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Also danke nochmal dafür. Habe ich schon ausprobiert. Einmal hat sehr gut geklappt. Und ja, freue mich sehr darauf, dass ich jetzt Gemüsenudeln essen kann. Ja. Dann habe ich vom Freund von meiner Mutter einen Smoothie. Man sieht es gar nicht. So, einen Smoothie Maker bekommen und ich wollte schon länger einen haben. War aber ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mir jetzt einen bestelle über Amazon. Ich habe es im Endeffekt noch nicht getan. Es war auch eine gute Idee. Also, meine Mutter hat es sich entschieden gemerkt und ihrem Freund erzählt, dass ich gerne so einen haben wollte. Und er hat mir dann so einen besorgt. Ich habe ihn auch schon einmal ausprobiert. Hat wirklich richtig gut geklappt. Also Mix wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, also es ist halt, man hat auch so eine kleine Kappe, die kann man oben drauf drehen und dann kann man es auch mitnehmen, wenn man möchte. Das kann man hier unten auch sehen. Und finde den wirklich sehr praktisch und finde ihn auch wirklich sehr, sehr gut und kann ihn euch auch sehr empfehlen, wenn es den noch gibt. Ich glaube, der ist irgendwie von Real oder irgendwas. Ich weiß nicht genau. Habe ihn ja geschenkt bekommen. Aber er ist wirklich sehr, sehr gut und hat wirklich sehr viel Power. Und ich habe sogar gefrorenen Spinat und alles da reingetan, was eigentlich nicht so einfach ist zum Zerkleinern. Hat wirklich innerhalb von ein paar Sekunden war das zerkleinert. Also wirklich sehr, sehr gut. Und kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach sowas seid, ist der wirklich sehr gut. Dann wollte ich auch gerne neue Bettwäsche haben. Und ich hatte letztens in der Stadt Schienenbettwäsche gesehen und wollte sie mir erst kaufen und dann hat meine Mutter gesagt, nee, schon okay, brauchst nicht kaufen. Dann hat meine Oma mir das zum Geburtstag geschenkt. Und ich zeige jetzt einmal nur kurz das Kissen, weil das Muster halt da einfach so drauf ist. Und zwar ist das einfach so ein Triangular-Muster mit verschiedenen Farben, mit einem dunkelgrau, hellgrau, beige, weiß und rosa. Und von der Rückseite her ist es komplett so rosa. Und finde ich sehr, sehr schön und ich habe auch so graue Flauschkissen. Das heißt, die passen auch sehr gut dazu und ich habe auch noch das passende Spannbettlaken dazu gekriegt. Also in so einem Grau hier unten. Und finde ich sehr schön und ich freue mich schon darauf, das auf mein Bett drauf zu machen. Und ich bin schon gespannt, wie das aussieht. Und wenn euch vielleicht ein Bild interessiert davon, schreibt mir mal in die Kommentare, dann kann ich gerne auf Instagram oder sowas posten dazu. Genau, das habe ich dann auch noch bekommen von meiner Oma. Dann habe ich von einer lieben Freundin einen Thalia-Gutschein bekommen. Merit, wenn du das siehst, danke nochmal an dich dafür, dass du an mich gedacht hast. Es freut mich wirklich sehr. Und dass du meine Bücherkaufsucht unterstützt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du mir was geschenkt hast und werde ihn sicher sehr gut investieren. Und freue mich schon darauf, vielleicht gehen wir zusammen mal Bücher einkaufen wieder. Genau, den habe ich auch noch bekommen und Bücher sind wirklich immer sehr gut. Wie ihr mittlerweile wisst, in meinem Bücherhaus sind ja sehr viele Bücher mit dabei. So, dann hat mein Freund mir auch noch was geschenkt und ich muss euch eigentlich mal kurz was dazu erzählen. Und zwar hat mein Freund die Angewohnheit, die Geschenke, die er kauft, alle einzupacken
und dann in eine Kiste zu packen und die auch nochmal einzupacken. Und da verkauft er immer so verschiedene Kisten bei einer Nuana oder so weiter. Und da wir ja in noch nicht mal mehr 2 Wochen in London sind, hat er mir diese Kiste hier geholt und hat dort alle meine Geschenke reingetan. Sieht so schön, so eine richtig coole London-Kiste. Und da sind alle Geschenke drin verpackt gewesen. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was da so drin war. Als erstes war eine Backmischung drin für einen Geburtstagskuchen. Passt ja, sehr gut. Er meinte, er hätte mir auch selber einen gebacken, aber sein Ofen ist dafür nicht ganz so gut, weil der halt nur so Oberhitze hat und das klappt dann halt nicht so gut. Und deswegen hat er gedacht, kauft er mir einfach einen Geburtstagskuchen aus dem Glas, den ich mir dann selber noch fertig machen kann. Eine sehr süße Idee. Ich mag sowas allgemein sehr gerne und ich verschenke auch gerne sowas an andere und finde es eigentlich eine ganz süße Idee. Dann habe ich noch bekommen die Tribute von Panem, den allerletzten Teil, der ja erst vor kurzem, ich glaube noch nicht so lange auf DVD draußen ist, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall in der Blu-ray-Version, weil wir mittlerweile nur noch Blu-ray kaufen, weil wir mit der PlayStation 3 auch Blu-ray-DVDs abspielen können. Und deswegen steigen wir sozusagen auf Blu-ray um, auch wenn die teurer sind als normale DVDs. Genau, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut und ich habe sie mir, glaube ich, auch gewünscht. Also er wusste das dann auch, dass ich die gerne haben möchte. Dann habe ich bekommen eine ganz große Liebe. Ich habe es übrigens auch schon gelesen. Es ist ein Buch. Und zwar ist das Paris, du und ich von Adriana Popescu. Und oh mein Gott, ich liebe dieses Buch. Mehr dazu aber in meinem Lesemonat. Ich musste es direkt lesen, weil ich meine, allein das Cover ist schon wunderschön. Und ja, ich mag ihre Bücher sehr, sehr gerne. Also wenn ihr Adriana Popescu noch nicht kennt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal ein Buch von ihr lesen. Und sie ist übrigens auch auf YouTube, also ich verlinke euch auch den YouTube-Kanal mal in der Infobox und schaut da mal vorbei. Sie ist wirklich sehr, sehr cool. Eine sehr coole Autorin. Und ja, das Buch ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ich kann es euch auf jeden Fall schon mal empfehlen. Aber mehr, wie gesagt, in meinem Lesemonat. Dann habe ich auch bekommen, das habe ich alles gesagt, dass ich das gerne haben möchte. Deswegen wusste ich das schon, dass ich das bekomme. Und zwar Calendar Girl, der zweite Teil. Der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Den habe ich ja in der Lovely Box drin gehabt. Und dachte, der erste ist nichts für mich. Aber ich kann euch den Lesemonat dazu auch in der Infobox verlinken. Aber es hat mich auch sehr positiv überrascht. Deswegen möchte ich auf jeden Fall weiterlesen. Deswegen freue ich mich sehr über dieses Buch hier. Davon soll es noch 2 weitere Teile geben. Und ich freue mich sehr, wie die Geschichte weitergeht. Und noch eine weitere Fortsetzung auch zu einem Buch aus der Lovely Box. Und zwar ist das Hard Press, der zweite Teil zu Hardwired, der ja auch in der Lovely Box drin war. Und ich finde die Cover so, so schön. Der andere war mehr so bronzefarben, der ist jetzt mehr so gold. Und ich finde ich sehr, sehr schön, wenn die so im Regal stehen. Wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und ich mochte das auch sehr gerne, das erste Buch. Deswegen wollte ich auf jeden Fall weiterlesen und freue mich sehr, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, es weiterzulesen. Und bin schon so, so gespannt, wie es weitergeht. Und ja, deswegen freue ich mich da auch sehr drüber. Dann habe ich noch eine Kette bekommen von ihm. Und ich habe schon eine Kette bekommen von meinem Freund mit so einem Herz, das man aufklappen kann. Und das war halt in so einer Schlüsselform. Und da ist halt das Schlüsselding unten abgebrochen. Und deswegen konnte ich das halt nicht mehr tragen und sah halt nicht mehr schön aus. Deswegen hat er mir eine neue Kette geschenkt und auch wieder ein Herz, aber diesmal ohne den Schlüssel, sodass auch nichts abbrechen kann. Und das kann man halt so aufklappen. Ich kann euch das mal zeigen, wenn das funktioniert. Genau, also man kann das dann hier so aufklappen und man könnte da Bilder reinmachen. Muss ich mal gucken, ob ich da was reinmache oder so. Mal sehen. Aber sieht auch so sehr, sehr süß aus. Und habe mich auch sehr darüber gefreut. Das wusste ich übrigens nicht, dass ich das kriege. Bei vielen Sachen wusste ich das ja schon, weil man sonst nicht so weiß, was man einem schenken soll. Kenne ich auch, also genau. Und dann habe ich noch ganz vergessen, habe ich von meiner Mutter auch noch einen Ring bekommen. Wo wir einfach mal dran vorbeigegangen sind und ich meinte, ach, der sieht ganz schön aus. Und dann hat sie den gekauft und hat gesagt, ja, den schenke ich dir zum Geburtstag. Und das ist so ein schöner silberner Ring hier. Mit so ein paar, ich kann ihn auch gerne einfach mal ummachen. Mit so Glitzersteinchen vorne drauf. Finde ich sehr, sehr schön. Sehr süß. Ich bin nicht verlobt, nein. Es ist einfach nur ein Ring. Und ich finde ihn sehr, sehr schön. Und habe mich auch sehr darüber gefreut.
da wir ja eben schon bei diesem Buch hier waren, von Adriana Popescu, habe ich auch noch eine andere Sache, die ich euch zeigen muss. Es ist eigentlich kein Geburtstagsgeschenk direkt gewesen, aber es ist an meinem Geburtstag angekommen, deswegen lasse ich das mal als Geburtstagsgeschenk durchgehen. Und zwar geht es um diese Autogrammkarten von Adriana Popescu, der Autorin von Paris, du und ich, Lieblingsmomente und so weiter. Und sie hat auf Instagram geschrieben, dass sie noch dass sie noch Autogrammkarten hat und die alle loswerden möchte. Und derjenige, der gerne eine welche haben möchte, der kann sich gerne melden. Und dann habe ich mich ja halt gemeldet bei ihr, dass ich gerne eine hätte. Und dann hat sie mir eine zugeschickt mit einer persönlichen Widmung drauf. Finde ich sehr, sehr toll. Dann mal danke an dich, dass du mir das zugeschickt hast. Und dann noch so zwei Postkarten dazu, die auch sehr schön sind. Und ich glaube, das war mit einer der Sachen, worüber ich mich am meisten gefreut habe. Ich das schon gesehen habe, okay, da ist was drin im Briefkasten, das von wem noch nicht, also wo kein Absender draufsteht. Deswegen habe ich mir schon fast gedacht, was das ist. Und ich habe mich so gefreut. Und ja, ich freue mich riesig darüber. Also nochmal ganz großes Dankeschön an dich, dass du mir die zugeschickt hast. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Und dann habe ich noch von meinem Bruder und seiner Freundin so eine selbstgemachte Glossy-Box sozusagen geschenkt bekommen. Wo ganz viele Sachen drin sind, die werde ich euch auch gleich mal eben kurz zeigen. Als erstes habe ich noch bekommen von ihr auch, was passte dann nicht mit rein in die Kiste, von Trackamoon das Ginger Morning Duschgel. Und ich bin da immer so dran vorbeigelaufen, wusste nicht so recht, kaufe ich mir das jetzt oder nicht, und da ist echt mega viel drin. Es ist auch relativ teuer mit 4 Euro, aber es ist auch, wie viel ist da drin? 500 Milliliter, wirklich? Ja, 500 Milliliter, also sehr viel. Aber ich mag den Geruch einfach wirklich sehr gerne, und dann habe ich das hier jetzt bekommen. Ich freue mich sehr darüber. Und dann zeige ich euch jetzt, was in der Box drin ist. Es waren auch noch ein paar Süßigkeiten und sowas drin, die zeige ich euch jetzt nicht, weil Süßigkeiten. Genau, als erstes springt mir hier entgegen von Garnier das Micellenreinigungswasser All-in-One in so einer kleinen Version. Und da sie genau wusste, dass ich nach London fliegen werde mit meinem Freund, hat sie gedacht, so in einer kleinen Größe wäre das doch perfekt dafür. Und hast du sehr gut mitgedacht. Auf jeden Fall. Freue ich mich sehr darüber und werde ich auf jeden Fall mit nach London nehmen. Ich mag die Micellenwasser sowieso richtig gerne von Garnier. Dann machen wir einfach mal weiter mit dekorativer Kosmetik. Und zwar von Trended Up ein Blush. Die sind ja jetzt ganz neu und ich wollte auch gerne eins davon haben. Und dann habe ich mir die Farbe 010 rausgesucht. Und es ist so, so schön. Ich habe es auch heute drauf und ich finde, es verschmilzt so schön mit der Kontur und alles. Also es sieht wirklich wunderschön. Es hat so einen richtig schönen Glow drin. Deswegen habe ich mich auch da sehr drüber gefreut. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also schaut auf jeden Fall bei den neuen Produkten vorbei. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift drin von Essence, der Mad 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 in der Farbe 04. Das ist diese Farbe hier. Es ist so ein richtig schönes, knalliges Pink. Und ich dachte erst, das ist vielleicht so ein Dupe zu Relentlessly Red von MAC. Kommt nicht ganz daran, aber ist trotzdem sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und dann noch ein Lippenstift, Lip Cream. Wie auch immer. Und zwar der Essence XXL Long Lasting Lip Gloss Velvet Matte in der Farbe 07 Silky Red. Also einfach so ein schönes Orange-Rot, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich das bei Swantje, also der Freundin von meinem Bruder, gesehen, dass sie den getragen hat. Und ich meine, was ist das denn für ein Lippenstift, Lip Cream, was auch immer. Und dann meinte sie halt, ja, es ist dieser hier, und deswegen habe ich jetzt auch einen davon gekriegt, weil ich den wirklich sehr, sehr schön finde. Und also ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Das ist dieses Rot hier unten. Ja, bin ich sehr gespannt, wie der so ist. Und habe mich auch sehr drüber gefreut. Dann kommen wir jetzt zu Badesachen und so weiter. Und zwar ist jetzt als erstes drin von Alverde das Schaumbad-Seifenblasentraum. Schaumbad zum Träumen. Fand ich super, super süß. Mal gucken, ob das wirklich Seifenblasen macht. Also ich bin wirklich sehr gespannt darauf, ob das wirklich sowas ist. Und ich hoffe, dass mir der Geruch auch gefallen wird, weil Alverde ist ja immer so, ist ja Naturkosmetik und ist halt nicht jedermanns Sache. Und deswegen mal gucken, wie das ist vom Duft und von der Wirkung her. Dann noch zwei Badesalze von Valea. Und zwar einmal die sanfte Erholung mit Jasmin- und Lilienduft. Kann man da nicht...
Ja, oh, es riecht auch sehr gut. So sieht das aus. Riecht sehr, sehr gut. Bin ich sehr gespannt drauf. Und werde ich dann auch, wenn das Wetter ein bisschen abgekühlt ist, ausprobieren auf jeden Fall. Und dann hier noch die Tiefenentspannung mit Orchidee und Vanilleduft. Sieht auch sehr süß aus und riecht auch, oh, es riecht auch echt sehr gut. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe von Balea noch gar keine Badesalze ausprobiert, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie die so sind. Und dann habe ich hier noch von Balea auch Badeherzen mit Granatapfelduft. Die sind so in so einem kleinen Tütchen drin. Das sind so wie so Badebomben, glaube ich. Die riechen so geil. Also die ganze Packung riecht danach und es riecht so lecker nach irgendwelchen süßen Sachen, wie so ein bisschen Süßigkeitenmäßig. Also richtig, richtig lecker. Und dann habe ich hier noch zwei Tuchmasken drin von Garnier. Die Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Hydra Bomb, wie auch immer. Zwei verschiedene. Einmal so in so einer grünen Verpackung und einmal in der blauen Verpackung. Hier ist irgendwie ein Granatapfel drauf und bei den anderen ist irgendwas Blattmäßiges drauf. Keine Ahnung. Werde ich ausprobieren, bin ich sehr gespannt drauf und werde ihn dann in meinem Aufgebrauch-Video dann eine Review zu kriegen, auf jeden Fall. So, das war es jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, konnte euch einen kleinen Einblick geben, was ich so bekommen habe. Ich habe mich über alle Sachen sehr, sehr gefreut. Also danke nochmal an alle, die mir was zum Geburtstag geschenkt haben. Ich habe mich riesig gefreut und ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.